Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Christina Theot und ich nehme dich heute mit auf meine Reise durch Ägyptens Herz und Seele. Wie du siehst, ich bin in der Nähe der Cheops-Pyramide und genieße heute diesen wunderbaren Tag, obwohl es ziemlich windet. Habe ich diesen Spot hier gefunden, um dieses Video aufzunehmen. Ja, die Energien um die Pyramide herum, aber auch natürlich in der Pyramide drin, wo wir auf jeden Fall eine private Visitation haben werden, falls du dich entscheidest, mit mir zusammen und mit dem Team von Soul of Egypt diese unglaubliche, transformierende Reise mitzumachen. Wir starten die Reise hier in Giza, in Kairo, Giza, bei den Pyramiden im wunderbaren Menahaus Hotel, das gleich unterhalb, also gleich da hinter der Pyramide sich befindet, ein wunderschönes 5-Stern-Deluxe-Hotel. Mit Sicht auf die Pyramiden. Und unser erster Stopp, unsere erste private Visitation wird zwischen den Pfoten der Sphinx stattfinden. Die zeige ich dir dann später noch. Ich kann dir einfach sagen, dass ich diese Reise selber mitgemacht habe. Im Oktober letzten Jahres, also 2018, und dieses Land und die Energie in diesem Land und die Wärme und die Gastfreundschaft der Menschen hat mich sehr tief berührt, aber vielmehr hat es in mir und in meinem Herzen, in meiner Seele einen riesigen Push gegeben, eine riesige, ich kann es nur mit einer Öffnung benennen, einer Herz- und Seelenöffnung benennen. Es ist ganz schwierig, die wahren Worte oder die wahren Gefühle zu beschreiben, die ich erlebt habe. Ich bin jetzt zum dritten Mal hier in Ägypten in 3,5 Monaten, weil ich einfach diese Kraft spüren will, aber auch weil ich hier bin, um mit dem Spirit-Team, mit meinem Spirit-Team den Wunsch und die Reise, die wir zusammen planen, ich mit meinem geistigen Team, jawohl, mit meinem geistigen Team, wie aber auch mit dem Team von Soul of Egypt Travel, um das alles nochmals richtig zu verankern und in die Wege zu leiten. Die erste Reise planen wir mit Anreise am 20. September für 10 Nächte, 11 Tage, Rückreise am 30. September. Und die zweite Reise, die findet dann im November statt, mit Anreise 22. November und Rückreise 5. Dezember. Alle Details und die Reisebeschreibung findest du auf meiner Webseite www.christinatheot.ch/Ägypten. Wir werden natürlich nicht nur hier in Giza sein, sondern wir fliegen dann nach Aswan, wo wir ein kleines Boot besteigen, eine Jahabaya, wo wir 5 Nächte, im September 5 Nächte auf dem Nil verbringen werden. In Aswan ist die zweite Visitation und eines der Highlights von der Reise, der Besuch, der private Besuch des Tempels der Isis, der Göttin Isis, auf der Insel Philae. Das ist wahrlich ein femininer, wunderschöner, sehr kraftvoller und heilender Tempel und Ort. Aber auch das Sein auf dem Nil, das Segeln auf dem Nil macht
etwas mit dir, macht etwas mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Wir planen, ich plane auf dieser Reise, die ja multidimensional und spirituell betitelt ist, auch ganz viel Raum zu haben, um unsere Erfahrungen, die wir an den jeweiligen Tempeln und Orten machen, auszutauschen, uns darüber zu unterhalten. Ich habe vor, auch tägliche Meditationen einzuplanen, und wir nennen das, diese Zeiten nennen wir Feel Egypt Time. Es ist also nicht nur ein Rennen von Tempel zu Tempel, nein, es soll auch wirklich Erholung, Entspannung und einfach die Seele baumeln lassen sein. Wir segeln dem Nil entlang Richtung Luxor, und in Luxor haben wir eine Nacht im Sonesta Saint-Georges Hotel. Das ist auch ein sehr luxuriöses 5-Sterne-Hotel mitten in Luxor. Wir besuchen natürlich den Tempel in Luxor, und was mich sehr freut und was mir besonders gut gefallen hat bei meiner Reise, ist die Tempelanlage von Karnak, die außerhalb von Luxor sich befindet, und den Besuch der Statue der Sechmet, die seit über 3000 Jahren am gleichen Ort steht und eine unglaubliche Energie von sich gibt. Fehlen darf auf dieser zehntägigen Reise natürlich nicht der Besuch in Dendera, beim Tempel der Hathor, der Göttin der Liebe und der Musik und der Sinnlichkeit. Ein sehr gut erhaltener, wunderschöner Tempel. Und wir fliegen dann von Luxor zurück nach Kairo, wo wir zum Abschluss das Grand Finale in der Cheops-Pyramide, also die private Visitation in der Cheops-Pyramide, haben werden. Und natürlich, dazwischen gibt es ganz viele Überraschungen, die das Team der Soul of Egypt Travel und unser Tourmanager organisiert, von dem auch ich nichts wissen darf, weil es sonst eben keine Überraschung mehr sein wird. Ich weiß, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wir werden sehr gut betreut, begleitet. Wir bekommen Raum, um zu sein an den verschiedenen Tempeln. Wir werden super gut verpflegt. Es wird gesorgt, dass wir immer frisches Essen haben. Auf dem Boot haben wir gratis Wi-Fi, wir haben Früchte, Kuchen, Kaffee, alles inklusive, sodass wir uns wirklich um gar nichts kümmern müssen, nur darum zu fühlen, das Land zu fühlen, das alte Ägypten zu fühlen, die Energie in unsere Herzen, in unsere Seele aufnehmen und diese Kraft in uns wirken zu lassen. Ja, ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Falls es dich interessiert und du noch mehr von mir erfahren möchtest, bitte kontaktiere mich via Mail oder telefonisch oder lies alle Informationen auf meiner Homepage. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, mit dir zusammen diese spirituelle, multidimensionale und transformierende Reise durch Ägyptens Herz und Seele gemeinsam zu machen. Bis dahin freue ich mich und schicke dir ganz viel Dankbarkeit, Licht und liebevolle Grüße. Tschüss!